Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, da wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, nämlich bei einem Romulus-Grab. Ich bin der Falsche im LP übrigens, habe ich voll vergessen, egal. Und wir haben da gerade das letzte Mal ein Romulus-Grab gemacht oder Versteck gemacht und haben jetzt den zweiten Schlüssel von 6 erhalten. Das bringt uns jetzt zu der Annahme, dass wir es lesen können, oder die Sache, beziehungsweise den Brief, den verschlüsselten Brief lesen können, den wir natürlich entschlüsselt haben, oder zum Teil entschlüsselt haben. Und ich weiß nicht genau, wo der ist, Gegenstände wahrscheinlich, Ausrüstung oder so, wo wir es haben. Den noch nicht. Noch nicht ganz Inventar, aber. Schlüssel von Romulus. Datenbank, glaube ich. Letzte Einträge. Schriftrolle 2 von Romulus. Ich bin auf die Knie gesunken, mein Atem stockt, als ich versuche, das Schauspiel vor mir zu begreifen. Es ist dieselbe Höhle, die mich in meinen Träumen verfolgte. Ich habe zahllose Nächte damit verbracht, sie im Schlaf zu erkunden. Ich war dazu bestimmt, sie zu finden. Ich habe beschlossen, dass wir uns hier versammeln werden. Hier werden wir den Sturz unseres Feindes planen, unseres Freundes, unseres Diktator Perpetuo. Wir sind 40, allesamt Senatoren, allesamt Liberatore. Cassius hat mir die Planung übertragen, obwohl ich noch keine Idee habe. So, hier sind wir rausgekommen. Nett. Aber auch nicht zu nett. Ich denke, wir werden jetzt auch die Hauptmission machen. Ich guck mal gerade. Ein bisschen. Also da wäre noch eins. Sie haben bisher zwei freigeschaltet und das wäre eins. Was natürlich, sag mal, genau in einem Bereich liegt eines, warte mal. Ja, wenn wir mal einen Beuteturm machen. Denn wir haben ja jetzt auch ein paar. Wir haben jetzt auch ein paar gute Leute. Die man natürlich auch mal einsetzen kann. So. No. Egal. Doch, war richtig.
Wenigstens ist mein Junge in der Fattoria in Campania gut auf. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Nee, nee, ich hab hier... Es wollen so viele Leute mit mir reden. Doch wüsste, wo der Eingang war. Sehr schön. Sollte ich mal doch ein paar durchsuchen. Danke, Jungs. Danke, Jungs. Thank you.
Hector! Sofort halt! Okay, okay, okay. Ihr wisst, ich hab's schon einmal verkackt. Halt! Sofort stehen bleiben! Perfekt. Pfeilhagel. Sehr schön. Bastard, Alter. Ah, Junge, Junge, Junge. Krasse Scheiße, jetzt habe ich endlich geschafft. Echt krasse Scheiße. Ja, die wurden auch mitgenommen. So, mein Pfeilhagel. Wollte von euch jemand da was sagen? Ja, so. Ach ja, und hier ist ja noch eine Truhe. Sowieso. 1490 läuft bei mir. Bräuchlich auch. Noch mal ein paar Typen töten, Alter. Das ist so lustig. Wir kriegen gerade richtig Money, Alter. Ich lasse es lieber. Töte den mal. Helf den mal. Ich will schon doch noch ein bisschen zugucken. Boah, die kriegen das sogar hin. Keiner ist gestorben. Jungs, seid doch fresh. So kommt's. So kann man es natürlich auch machen. Einfach fallen lassen und dann voll verkacken. Krass, Jungs, Alter. Meine Assassinen sind ja schon Level 4 schon richtig geil. So.
Perfekt, so läuft das richtig gut. So, dann zerstören wir diesen Turm mal. Und ich stricke in der Zwischenzeit mal was. Sehr schön. Einfluss der Borgia wurde wieder gemindert. Nee, nee, die bleiben schön. Obwohl, ich kann die, denke ich, noch. Perfekt. Also noch eine Level 4erin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So gefällt mir das. Ah, stimmt. So, da können wir noch einen rekrutieren. Macht unser Assassine. Assassine, du kannst gehen, Alter. Kannst ja gar nichts. Aber du bist gut. Gut mit dem Schwert, ne? Unser neuer Ankömmling. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich verdanke euch mein Leben. Ihr habt gezeigt, was diesen Hunden fehlt. Wahre Führungsqualitäten. Bitte nehmt mich mit. Klar, Digga.